Hallo, mein Name ist Melanie Panzer und das ist Solidarität in Zeiten von Corona in Österreich. Liebe Österreicher und Österreicherinnen, wir befinden uns momentan in einer Ausnahmesituation. In einer Situation, die unsere Generation, ja, vielleicht sogar die Generation unserer Großeltern noch nie zuvor erlebt hat. Ausgangssperren, Schulschließungen und warum? Richtig, wegen Covid-19, dem Coronavirus. Das letzte Mal, als solch drastische Maßnahmen ergriffen wurden, war 1945, also am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da davor, während des Ersten Weltkriegs aufgrund der spanischen Grippe. Wir befinden uns also erstmals in einer uns völlig unbekannten Situation, die in vielen Bewohnern und Bewohnerinnen Angst weckt. Wie uns ja allen bekannt ist, liegt der Ursprung des Virus in China, weil irgendjemand dort Fledermaussuppe gegessen hat. Von dort hat sich das Virus dann über die ganze Welt ausgebreitet und ist letztendlich auch bei uns in Tirol angekommen. Beziehungsweise mittlerweile in ganz Österreich. Wenn dieses eine Ereignis nicht passiert wäre, hätten wir jetzt nicht den Salat, denken sich vielleicht viele von Ihnen. Vielleicht aber doch. Vielleicht wäre das Virus dann anders übertragen worden. Wir wissen es nicht so genau. Naja. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, um demjenigen den Löffel aus der Hand zu reißen und ihn anzubrüllen, dass er seine heißgeliebte Fledermaussuppe nicht essen darf. Wir können nur dazu beitragen, das Virus einzudämmen. Zum Schutz der Weltbevölkerung. Zum Schutz der Österreicher und Österreicherinnen. Zum Schutz unserer Großeltern, Urgroßeltern und der ohnehin schon Kranken. Und genau aus diesem Grund hat die Regierung diese Maßnahmen verordnet. Um andere zu schützen, um uns selbst zu schützen. Die Grenzen wurden geschlossen, der Flugverkehr fast komplett eingestellt. Raus darf man nur noch wegen unaufschiebbarer Arbeit, um Leute zu pflegen, um sich die Beine zu vertreten und um einkaufen zu gehen. Wobei man hier zeitweise von Hamsterkäufen sprechen muss. Nein, niemand zieht los und kauft Unmengen von den kleinen Nagetieren, sondern Unmengen von Lebensmitteln und Klopapier. Warum brauchen die Menschen so viel Klopapier? Das weiß keiner so genau. Ich glaube, die Leute haben einfach Angst. Und wenn man Angst hat, kann es schon vorkommen, dass das rationale Denken für eine Weile aussetzt. Ich kann das verstehen. Ich bin auch besorgt. Wer weiß, wie lange der Ausnahmezustand noch anhält. Die Grenzen sind zu, der Flugverkehr größtenteils eingestellt, sozialer Kontakt war nur noch über das Smartphone möglich. So sahen die letzten Wochen aus. Dass ich meine Freunde nicht sehen soll bzw. darf. Dass ich meine Großeltern nicht besuchen kann, obwohl diese gleich nebenan wohnen. Das war für mich persönlich das Schwierigste an der Situation. Aber das ist nur für ihre Gesundheit. Sie fallen in die Risikogruppe und ich will nicht, dass sie sich wegen mir mit dem Virus anstecken. Denn auch wenn ich keine Symptome aufweise, kann es sein, dass ich das Virus in mir trage und es auch übertragen kann. Wenn mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, ja, dann geht's halt nicht anders. Dann muss ich nach draußen. Dann gehe ich eine Runde spazieren, allein oder mit meiner Familie, also mit den Teilen, mit denen ich unter einem Dach wohne. Oder aber durch die Lockerungen mit Freunden und mit meiner Schutzmaske und genug Abstand. Unser Leben wurde auf ein Minimum heruntergefahren. Doch jetzt soll es langsam wieder bergauf gehen. Die Läden werden wieder geöffnet, die Gasthäuser werden wieder geöffnet, Schulen werden schrittweise wieder geöffnet. Man darf sich sogar mit Freunden treffen, wenn man die Schutzmaßnahmen einhält. Also nie mehr als 10 Leute auf einmal einladen und die Schutzmaske tragen. Das ist alles zwar immer noch mit strengen Regelungen verbunden, aber es ist ein großer Schritt wieder zurück in Richtung Normalität. Und um meine Freunde wieder sehen zu können, nehme ich das gern in Kauf. Jedoch stellt sich jetzt die Frage, ist es nicht noch zu früh, um alle Läden wieder zu öffnen? Meiner Meinung nach lautet die Antwort nein. Denn langsam muss man wieder schauen, dass die Wirtschaft in Schwung kommt. Die Ansteckungsgefahr wird dadurch höher. Ja. Aber jeder kann was dazu beitragen, dass die Infektionskurve nicht nochmal in die Höhe schießt. Indem sich jeder an die Verordnungen der Regierung hält. Ja, wir mussten und müssen immer noch zurückstecken. Ja, unsere Bedürfnisse haben jetzt Nachrang.
Ja, unsere Bewegung wird auch teilweise eingeschränkt. Aber nur wenn wir alle uns daran halten, können wir etwas bewirken. Nur so schaffen wir es, das Virus möglichst schnell einzudämmen und gesund zu bleiben. Wie lange das dauern wird, das weiß keiner so genau. Gewiss ist nur, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, dass es möglichst bald vorbei ist. Also weiterhin brav die Hände waschen und bleibt gesund.